Chef? Ja, Kowalski, was ist? Ich trau's mir kaum zu sagen, aber ich muss schon wieder kacken. Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Sensor Survivor wieder hier. Und heute gibt's wieder eine Folge Skipper und sein Trupp. Diesmal müssen die kleinen Hosenscheißer dafür sorgen, dass das Ultra wieder groß wird. Das ist die Quest von Rackman. Mal habe ich's gemacht, also einen Teil habe ich gemacht, einen Teil haben die vier kleinen Racker gemacht. Und ja, das mit den Hosenscheißern ist fast wörtlich zu nehmen, denn Kowalski hat sich schamlos an allen Essensvorräten bedient und muss nun dafür im Raid die Rechnung zahlen. Viel Spaß euch mit dem Video, lasst mir gerne ein Abo oder Like da und wir sehen uns bis dahin, euer Senseless. Tschüssi. So Männer, unsere Aufgabe heute, wir müssen die Ultras wieder groß machen. Nicht die Ultraskipper, sondern Ultra. Damit ist das Einkaufszentrum auf Interchange gemeint. Und unsere Aufgabe besteht nur darin, das Ultra von den bösen Skeffs, von den marodierenden Skeffs zu befreien. Das hast du sehr schön gesagt, kleiner Private. Danke, Skipper. Ja, egal, wir laufen erstmal weiter Richtung Skeff Camp. Dort finden wir dann hoffentlich die Ultras. Schüsse im Ultra, Sir. Ich hab's gehört. Kowalski. Schießen die auf uns? Ist hier nicht irgendwo ein Geschenkfass versteckt, Männer? Ja, die Stelle kommt gleich, Chef. Lass uns mal jetzt rechts hochgehen. Da muss es doch hier irgendwo sein. Ah ja, Schlaubi-Schlumpf hat mal wieder recht. So. Sichert die Umgebung, Männer, während ich die Geschenke auspacke. Immer packst du die Geschenke aus, Skipper. Oh, was ist das? Das hättest du mit deinen kleinen Flügeln doch auch gar nicht greifen können, Private. Ui. Und wer bekommt das, Skipper? Skipper, ich muss mal kacken. Kowalski, muss das jetzt sein, mitten im Krieg? Dann geh, wir schauen uns das Teil an. Oh, schön. Habe ich noch nie gesehen. Vierer Armor, aber nur 35 HP. Und wer bekommt das nun, Skipper? Du natürlich, kleiner Mann. Obwohl es doch unserem dicken Rico besser passen würde. Ich glaube, bei dir sieht's aus wie ein Kleid. Kowalski, bist du mit deiner Scheißerei fertig? Ja, Skipper, ich komme. Na dann, auf geht's. Da bewegt sich was, Sir, rechts. Scheiß Baum. Den hast du umgelegt, Sir. Danke, Leute. Wir müssen unsere Wunden lecken. Binde. Eiskipper, hier ist die Binde. Danke, Kowalski. Uns hat der Bürzel geblutet. So. Passt auf, dass eure Bürzel unten bleiben, Männer. Wir schleichen wie die elegante Baumnatter zu unserem Opfer. Und dann ist Erntedankfest angesagt, Männer. Ei, ei, Skipper, ich freue mich schon. Warum freust du dich? Auf Loot? Das nehme ich. Das nehme ich auch. Ich sag mal, ich nehme alles, Private. Skipper. Private, du kriegst schon noch deinen Loot. So. Oh, er hat ja auch noch so eine Tor an. Skipper, können wir nicht... Können wir nicht... Was denn? Sprich doch, kleiner Mann. Können wir nicht die Tor anziehen? Unsere Weste wegschmeißen? Seine Tor in den Rucksack packen und dann draußen reparieren? Oh, Private. Ich bin begeistert. Du denkst mit, kleiner Mann. Das gefällt mir. So meintest du das doch, oder? Genau, Sir. Genau, so meinte ich das. Und jetzt seine Tor Body Armor noch in den Rucksack mit rein. Und draußen, ja, kleiner Mann, ich glaube, wir haben es alle verstanden. Ja, ja, Sir. Entschuldigung. Hm. Na dann auf, Leute, wir brauchen Ultras. Skeffs, Skipper, Skeffs. Ja, meine ich doch. Warum komme ich immer auf Ultras?
Keine Ahnung, so. Chef, sonst sind die doch immer hier. Chef? Ja, Kowalski, was ist? Ich trau's mir kaum zu sagen, aber ich muss schon wieder kacken. Wir sind mitten im Krieg. Und der Mann scheißt sich die Seele aus dem Leib alle 2 Meter. Na dann mach den Abflug, Skipper, Kowalski, und nimm Klopapier mit. Ei, Skipper. So, Männer, Rico, Private, wir schauen mal weiter vor. Vielleicht gibt's ja hier Scavs, aber lasst uns erstmal nachladen. Mir ist eingefallen, wir haben nicht aufmunitioniert. Nach unserer wilden Ballerei. Tatsächlich keine Seele hier, Männer. Keine Seele hier. Wie war der Schiss, Kowalski? So, lasst uns was essen und trinken. Das sind unsere letzten Vorräte. Wir hatten doch viel mehr trinken und Sauri. Wo ist das ganze Sauri hin? Rico! Private? Ich hab's nicht gegessen, Sir. Kowalski? Ich hab's gegessen, Sir. Alle 10 Büchsen! Ich hatte Hunger, Sir. Aber doch nicht 10 Büchsen! Das erklärt die Scheißerei! Ja, was ist denn im Sauri drin? Was weiß es denn ich? Vielleicht Dinosaurier? Los, hier drüber. Shit. Unsere Stummelfüßchen, Beinchen zu kurz. Wir können nicht drüber springen. Dinosaurier, Sir? Was weiß denn ich? Es heißt Sauri. Kommt vielleicht von Dinosauri. Du hast alle aufgefressen. Kein Mensch weiß, was das für Wirkungen hat. Ja, hier geht's hoch, Männer. Gut, Kowalski, dann hocken wir uns hier noch mal kurz hin. Dann kannst du hier noch mal ein Ei legen. Private, Rico und ich gucken schon mal hoch, ob wir wieder... Ja, Scavs. Ja, ich wollte schon wieder das andere Wort sagen. Scavs finden. So, wir ziehen uns noch einen Penkeler rein. Ich bin gleich fertig, so. Ja, ich riech's. Überall setzt der Typ seine Duftmarken ins Land. Ich komme, Sir. Popo abgewischt? Meine Bürze? Natürlich, Sir. Gut. Nicht, dass du uns hier das Oli voll stinkst. Was hat denn da im Regal geleuchtet? Keine Ahnung, Sir. Irgendwas Leuchtendes. Kowalski ist so schlau wie Rambo. Was soll das heißen? Erkennst du das nicht mit dem blauen Licht? Nein. Hast du nie einen Rambo-Film geguckt? Nein, Sir. Wie kannst du dich dann zu solchen Sondereinsätzen melden? Unerfahren. Ah, Sir. Der ist hinüber, Sir. Ja. Was war nun mit Rambo, Sir? Rambo hat irgendwie so ein Knicklicht angezündet, ein blaues, und... So ein komischer Typ hat ihn gefragt, was es macht. Und was macht es? Hat es gemacht, so? Rambo meint, es leuchtet blau. Ah, okay, verstehe. Ui! Männer, wer hat beschossen? Beschuss! Ich sehe ihn aber nicht. Da! Keine Lust mehr, eins in die Fresse einzufangen, so. Ich auch nicht. Einer minus, so. Ja, geil. Wishui. Er hat... Was bedeutet... Mann. Da, er lebt noch. Jetzt nicht mehr, so. Ich dachte, er war tot, aber es war bloß ein Gejammer. Ja, Sir. Die sind Weltmeister im Jammern. Lasst uns mal gucken.
Oh, ein Cowboyhut, den brauchen wir für die Quest. Ja, Sir. Wir haben unseren Rucksack draußen gelassen, Männer. Was? Wieso passt der da nicht rein? Wieso darf ich den da nicht reinnehmen? Keine Ahnung, Sir. Ups. Dann drauf geschissen, dann... Nehmen wir das erstmal so mit. Vielleicht hat ja einer von den anderen Opfern noch einen Rucksack, Sir. Ja. Skipper, du bist für deine Schleue... Kowalski, du bist für deine wissenschaftliche Denke bekannt. Na bitte, da haben wir doch schon einen kleinen, dreckigen Sling. Yes, yes und yes. Das Chiefon brauchen wir eigentlich nicht mehr. Warum nicht so? Oh! Ein Goldader ausgehoben, Männer. Eine Goldader. Wirklich wunderbar. Warum? Was ist das? Darf ich damit spielen? Das ist kein Spielzeug, Private. Das ist bares Geld. Bares Geld? Bares Geld. Aha. Aber ich hätte doch gerne damit gespielt. Schnauze! Der Kleine ist jetzt traurig, Skipper. Entschuldigung, Private. Ich wollte dich nicht so anranzen. Schon gut, Skipper. Aber du weißt ja, wir sind im Krieg. Und Krieg ist die Hölle. Ich weiß so, ich weiß. Da lief davon nur einer. Mir kam es auch so vor, so, aber... Doch, da... Gut gemacht, Sir. Schnell reagiert. Danke, Kowalski. So, ein größerer Rucksack lacht uns an. La, 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 la. Ein Ratchet. Sehr gut, Sir. Wir finden ja heute richtig fetten Loot, den wir gebrauchen können. Ja, ich weiß, Kowalski. Hätten wir das nicht auch gebraucht? Ich weiß es nicht so. Es gibt Kowalski. Menschenskin, die Namen machen mich fertig. Was? Sir! Meister! Chef! Ich dreh durch! Noch ein Detris! Darf ich damit spielen? Nein! Private, du kriegst schon ein Spielzeug, wenn wir im Hideout sind. Da ist noch was so. Ich hab doch da was gehört. Da! Er wollte unseren Loot looten, Sir. Oh hier, ein schöner großer Rucksack, Männer. Wunderbar, genau das, was wir gesucht haben. Hat sich die Martha in unserem Loot vergriffen? Naja, wir hatten ihn schon gelootet, aber es war trotzdem unsere Beute und er hat nicht gefragt. Nein, hat er nicht so. Was machst du jetzt so? Ich sortiere das um. Wir nehmen natürlich die Azimut mit. Ja. Nicht doch das. Den hier. So, unseren Cowboyhut. Sehr schön. Haha. Auf geht's, Männer. Wir machen uns aus dem Staub. Jetzt haben wir natürlich die Arschkarte. Danke nochmal, Kowalski, dass du unser Sauri aufgefressen hast. Wegen dir gehen wir jetzt wahrscheinlich drauf. Es tut mir leid, Sir. Aber wo wir schon gerade dabei sind... So. Dann geh halt ins Gebüsch. Und nimm Klopapier mit. Das ist alles so. Da mischst du deinen Bürzel mit Gras ab. Auf jeden Fall hast du sauber im Exit zu erscheinen.
Wir müssen uns hier zusammenflicken, Männer. Sir, melde mich zurück, Sir. Gut, Kowalski. Decke die rechte Flanke. Rico, du deckst die linke Seite. Und ich, Sir? Du bist einfach nur süß und knufflig. Aber ich frage mich, wann hast du unseren ganzen Sauri-Vorrat aufgefressen, Kowalski? Naja, auf dem Weg vom Amokom zu Anfang Scaff Camp. Das waren noch nicht mal 5 Minuten. Ich weiß so. Das heißt, etwas mehr als eine halbe Minute pro Büchse Sauri. Ja, ich weiß so. Oh mein Gott, Kowalski. Ja, ich weiß so. Darf ich auch mal so viel Sauri essen, Sir? Nein, Private. Du hast doch gesehen, was mit Kowalski passiert. Er bescheißt sich die Hacken von oben bis unten. Und wegen ihm gehen wir fast drauf. Aber Kowalski ist auch groß geworden. Bestimmt, weil er so viel gegessen hat. Das kann ich nicht sagen, kleiner Mann. Vielleicht hat er sich auch strecken lassen. Habe ich nicht, Sir. Bin natürlich gewachsen. Das hat man dir jedenfalls erzählt, Kowalski. Nun, Sir, ich war ja auch dabei, als ich gewachsen bin. Das hat man dir jedenfalls erzählt, Kowalski. So, Männer, wir sind am Exit. Raus geht's. Sehr schön. Gut gemacht, Sir. Danke, Kowalski. Ja, gut gemacht. Skipper. Danke, Männer.